Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und ja, die letzten beiden Spiele in der letzten Aufnahme sind wir mal wieder an unsere Grenzen gekommen, was die Konzentration und das Moral hochhalten angeht. Lief echt scheiße. Ich glaube, im letzten Spiel war dann vor allem das Problem halt, dass... Fällt mir gerade ein, Stindel, was geht denn ab, Junge? 12 Spiele, 4 Scorerpunkte. Oh. 10 Spiele, 4 Scorerpunkte. Ich muss echt langsam leider doch wieder drüber nachdenken, ob ich einen anderen Stürmer nehme. Das kann doch nicht sein. Fuck. Aber er kommt halt auch einfach nicht zum Abschluss. Wenn, dann wird halt einfach der Schuss geblockt. Ich verstehe das nicht. Aber egal, ich brauche das nicht verstehen. Ich brauche nicht drüber nachdenken oder drüber aufregen oder so. Ich will jetzt einfach wieder anständig spielen. Ich will gegen ein super krasses... Oh, der hat ja aber schön Glück gehabt bei den Foot Champions, würde ich sagen. Und dann kriegt er auch noch seine Foot Champions alle ins... Oder heißt alle, ich weiß nicht, wie viele er hat, aber... Kriegt er schön in sein Team rein. So, jetzt aber einfach konzentrieren, Moral hochhalten, egal wie es läuft, scheiß drauf, wenn es halt beschissen läuft, ich ziehe das durch. Wir haben auch in der letzten Runde noch ein 1-1 geschafft. Wir haben dann zwar leider trotzdem verloren, aber immerhin, das 1-1 kann auch Mut machen. Das zeigt, egal wie schlecht es läuft, man kann immer, gerade wenn man... Danke. Gerade wenn man nur ein Tor hinten, die kann man immer noch was machen. Und wenn es halt nur ein Lackertor ist, was man schießt. Scheiße, ich sehe den. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, es war ein bisschen blöd. Naja, taktisch ist quasi. Auch wenn es, naja, kein wirkliches Foul war. Boah, ich hatte echt kurz Angst, dass er über Fährmann drüber köpft. Ja, doch, köpft. Schön gemacht für den Pisscheck. So, Stindel ist mal durch. Schade. Ich dachte mir halt, wir haben den Ball jetzt auf den steigen linken von Bentaleb. Warum nicht mal probieren? Es war ein Pass. Aber nicht dahin, wo er gepasst hat. Schon wieder geht der Pass in die falsche Richtung. Schön. Wieder wird der Schuss geblockt. Das meine ich halt. Ich meine, Stindel kommt zu Abschlüssen. Ich weiß, es sind nicht immer die geilsten, aber ich weiß auch noch nicht mal, ob er den reingemacht hätte, weil er einfach immer den Schuss geblockt bekommt. Das geht mir so auf den Sack. Ich meine, dafür kann ich auch nichts. Krass gehalten. Hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt da so gehalten wird. Schön gemacht von Sokrates.
Schade. Ja. Ich wollte, dass er jetzt den Ball nochmal berührt, damit er ins Aus geht. Da soll der Ball nicht hin, aber es macht nichts. Wieder so ein vogelwildes Ding. Am Ende wusste ich auch gar nicht mehr, wo der Ball ist. Sollte sich auch nicht in den Gegner reindrehen, sondern ins Aus. Also. Dauert leider wieder zu lang. Sehr gut. Gegner scheint mir auch wieder nicht schlecht zu spielen. Stindl kommt mir schon wieder ungünstig vor. Also er macht halt einfach teilweise eine schlechte Figur, ich weiß auch nicht. Okay, eine Ecke. Wir haben auch seit Ewigkeiten und ich glaube in der Weekend League noch gar nicht ein Tor nach einer Ecke gemacht. Auch kein indirektes. Läuft nicht wirklich gut, aber ich denke, wir kommen zu Abschlüssen. Wir stehen hinten ganz solide und ich glaube nicht, dass hier eine andere Formation wirklich Sinn macht. Der Gegner spielt einfach gut, der Gegner verteidigt einfach gut und hier wird der gewinnen, der zuerst den Fehler des Gegners ausnutzt, ein Lackertor schießt oder, ja, ich weiß nicht, sich gut durchkombiniert vielleicht. Wobei dann die Wahrscheinlichkeit bei der Gegnerstärke halt schon eher groß ist, dass dann das nur klappt, wenn der Gegner halt irgendwie einen Fehler macht. Das konnte nicht klappen. Schöner Ball auf Reus. Oh! Stindl macht ihn. Krass, der sollte den eigentlich flach ins lange Eck machen. Ist mir scheißegal, Hauptsache er macht ihn. Und macht ihn ins kurze Eck flach. Und das war natürlich ein schwieriger Abschluss, vor allem weil er ihn halt ins kurze Eck macht. Also ins kurze Eck ist er ultra, ultra, ultra schwer. Und er macht ihn. Oh, endlich. Und auch schön gelaufen von Stindl. Fuck. Was für eine Befreiung. Ist das sein zweites Tor in 10 Spielen? Das ist jetzt das 11. Ich hoffe, er macht noch mehr. Und wie gesagt, das war wirklich ein gutes Tor von ihm. Also es war jetzt nicht irgendwie so 0-15. Ach du Scheiße. Meine Schuld, das Gegentor ist meine Schuld, das Gegentor ist meine Schuld, das Gegentor ist meine Schuld. Scheiße, Mann. Warum mache ich denn so einen beschissenen Aufbaufehler, ey? Da spiele ich mir so ein schwieriges Tor raus und dann schenke ich dem Gegner eins. Toll. Komplett geschenktes Gegentor. Egal, konzentrieren. Das war meine Schuld.
Und glücklicherweise hatte ich schon eins geschossen, bevor ich den Fehler mache. Oh, jetzt bricht's ab. Oder es. Ich schaff's zu dribbeln, obwohl es so mega schnell läuft. Wie ging das denn jetzt, ne? In den Gegner reingespielt. Schwacher Pass von Piszczek. Immerhin noch der Einwurf. So, jetzt konzentrieren. Komm, noch ein Tor machen und dann nicht direkt wieder eins fressen. Und! Oh, Stindl, warum machst du denn nicht das zweite? Was ist denn los? Oh, Stindl. Scheiße, Mann, da habe ich ihn gelobt. Ich meine, eigentlich darf ich nicht erwarten, dass er ein Kopfballtor macht, weil Kopfballtore fallen eh fast nie. Aber er ist halt zum Kopfball gekommen. Klar, erwarte ich dann, dass er den reinmacht. Sollte klar sein. Fuck! Stindl, mach den doch rein. Aber er hat. Naja, ist egal, nicht drüber aufregen, es bringt nichts. Nein, der war nicht mehr aus. Oh, halt's mal. Nice Luck, ich stehe vorm Gegner. Taktisches. Nice Luck. Dranbleiben, Jungs, dranbleiben. Einfach nur dranbleiben. Oh, wir haben wieder Latza. Sag mal, denke ich mal irgendwann dran, Latza wieder auf die Wechselbank zu setzen. Mann. Oh ja, ich muss natürlich den Ball wieder so runternehmen, dass es eine Stunde dauert. Und der bleibt drin dabei. Nice. Was soll ich dazu sagen? Niemand von meinen Abwehrspielern hat irgendwie Bock, da was zu machen. Aber ist scheißegal. Es steht noch 1-1. Komm schon, konzentrieren. Ja, wer verdient das 2-1?
Abseits. Was? Es war kein Abseits? Oh, scheiße, ich Vollidiot. Ach du Gott. Ja, das zeigt wieder, dass man nicht einfach draufschießen soll, nur weil man denkt, dass es Abseits ist. Fuck. Es war kein Abseits. Oh, was für Spiele. Wiederverlängerung. Oh Gott. Und ich habe es mir selbst zuzuschreiben. Das Gegentor hätte nicht sein müssen. Punkt. Haben seit Ewigkeiten keine Strafraumsituation mehr gehabt. Ich wechsle mal Bruma ein. Schießt! Oh, ich habe 100 Mal auf Schießen gedrückt. Deswegen habe ich Bruma eingewechselt. Oh Mann, da haben zwei die Riesenchance zu schießen und die schießen natürlich wieder nicht. Fuck. So anstrengend das Spiel. So unglaublich anstrengend. Krass, dass diese Pässe ankommen. Ich meine, ich kann da nichts gegen sagen. Es ist halt eine gute Idee, aber es sind solche krass schweren Risikopässe dauern. Die kommen jedes Mal an, diese straffen Dinger, und dann werden die halt einfach angesaugt, als wenn es kein Stress wäre, die anzunehmen bei ihm. Also das ist Wahnsinn. Die Pässe sind gut, aber dass die halt jedes Mal so perfekt kommen, ist so krass. Langsam wäre es verdient, aber wieder komplett bescheuert angestellt von meinem Innenverteidiger, der sich da einfach vernaschen lässt. Oh, toll, toll, Müller.
Krass, schon wieder. Warum schafft das, den Ball da raus zu tackeln, ohne dass er den verliert? Also wie schafft das da, direkt im Ballbesitz zu bleiben? Das verstehe ich nicht. Müller macht gar nichts mehr. Ist auf, für mich aufzuregen. Egal, scheiß drauf. Du brauchst nur ein Tor. Komm, mach einen unverdienten Sieg draus. Mach einen unverdienten Sieg draus. Mach einfach einen unverdienten Sieg draus. Komm schon, mach einfach einen unverdienten Sieg draus. Komm. Schon mal einfach nur verdienten Sieg draus. Oh, Elfmeter schießen, fuck. Egal, egal. Jetzt ist es einfacher zu gewinnen. Einfach konzentrieren. Wieder kein Verschießen. Antizipieren, wo der Gegner hinschießt. Komm schon. Du kannst es schaffen, komm. Was? Hat mir zwei gehalten? Ach ja, er hat ja einen verschossen. Oh, krass. Oh, krass, wir haben gewonnen. Ich dachte, ach stimmt, der hat ja einen verschossen. Hat ja einen ans Lattenkreuz geschossen. Fuck, geil. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur noch ein Tor, um halt weiter drin zu bleiben. Auch nicht, dass ich direkt gewonnen habe. Oh, ist das geil. Also im Elfmeterschießen, würde ich sagen, waren wir ähnlich gut. Es war einfach Glück, dass ich da gewonnen habe. Im Spiel muss man sagen, hinten raus hat er verdient, Quatsch, hinten raus war es glücklich, dass er nicht das 2-1 macht, aber das 1-1, das war halt einfach nur eigener Fehler, also das war auch verdient, dass der Gegner ausgleicht, weil ich halt einen dummen Fehler gemacht habe. Und von daher ist es am Ende ein leicht glücklicher Sieg für mich, wobei man, ja doch, was soll es, nee, passt, leicht glücklicher Sieg für mich, passt, Punkt. So, Stindl hätte halt zwei Tore machen können, macht nur eins, aber wie gesagt, er kommt halt auch einfach, 11 Spieler da jetzt, ja, 5 Scorerpunkte, er kommt halt auch einfach so gut wie nie frei zum Schuss, also er kann ja gar nicht zeigen, dass er geil ist, aber das ist halt auch ein Thema, er muss ja auch einfach sich freilaufen können und alles, aber es, boah, ich verstehe es halt einfach nicht, was ist denn jetzt anders, also ich gewinne ja immer noch meine Spiele, lustigerweise, ich wäre wahrscheinlich in der Weekend League, ich gehe mal davon aus, nicht weniger als 13 Siege schaffen. Das heißt, ich werde wieder in meinem Bereich, in dem ich sonst immer bin, werde ich drinbleiben. Ich verstehe es nicht. Was ist denn da jetzt anders? Warum? Es kann doch nicht sein, dass jeder verfluchte Stürmer, den ich spiele, egal ob Modest, Chicharito oder jetzt Stindl, dass die alle einfach nicht mehr gut performen. Und da muss man ja fast schon drüber nachdenken und sagen, okay, von den letzten getesteten Spielern war eigentlich fast Modest bisher der Beste. Der hat halt keine Vorlagen gemacht, weil er so einen scheiß Pass hat, aber das könnte man regeln, indem man ihn anderen Champions League Style gibt. Maestro, was noch den Pass verbessert. Und ich bin echt kurz davor, das zu machen, ihn mit Maestro in den Sturm zu stellen. Aber irgendwie gebe ich Stindl noch nicht auf. Er hat jetzt wieder ein Tor gemacht. Das Ding ist halt wirklich, er kommt einfach nicht zum Schuss. Er kommt einfach nicht zur Schusssituation. Also,
Ich kann ihn irgendwie. Wenn er aus dem Schuss kommt, wird er halt geblockt, der Schuss. Also ich kann ihn irgendwie nur so. So halb für. Für seine Quote rügen, weil ich das Gefühl habe, da ist viel mehr Potenzial drinne. Momentan hat er einfach nur nicht die Möglichkeit, es abzurufen. Nehmen wir mal die Ecke mit. Wieder ein Gegner, der anscheinend sehr gut verteidigt. Also habt ihr ja gesehen, ich komme einfach nicht durch. Danke. Diese Flanken aus dem Halbfeld, die kamen halt echt nicht schlecht, ne? Mit Modest vielleicht sogar noch gefährlicher. Modest ist natürlich Kopfballstärker. Schon wieder ein super easy Fehlpass vom Gegner, wie ich finde. Nice, nice. Oh, endlich mal wieder. Oh. Endlich mal wieder ein richtig anständiges Tor, ey. Von Müller, nicht von Stindl. Das ist mir erstmal egal. Wie gesagt, ich beschwere mich erstmal nicht. Ich kann immer noch. Stindl rennt noch fast in den Schuss rein. Ich kann immer noch auf Modest zurückgreifen. Aber irgendwie will und kann ich Stindl noch nicht aufgeben. Aus den schon genannten Gründen. Weil ich da einfach viel mehr Potenzial sehe. Eigentlich sehe ich auch viel mehr Potenzial bei Inform Hernandez, bei Inform Chicharito, wenn ich ehrlich bin. Aber Inform Chicharito hat sich auf jeden Fall schlechter angefühlt als Man of the Match Stindl. Boah, richtig gut gehalten von Ter Stegen. Bitte abseits, das ist bitte abseits. Boah, zum Glück. Und da wäre er nicht rein. Sehr gut von Vidal, der da perfekt in den Weg läuft. Ja, Stindl hat den Ball, aber man kommt halt einfach nicht zum Schuss. Sehr gut für den Sokrates.
Schlechte Ballkontrolle, aber ich musste halt einen straffen Pass spielen, damit es schneller geht. Boah, zum Glück. War aber halt auch eine schwierige Abschlusssituation, weil er da halt noch nicht so die Ballkontrolle hat und so aus der Drehung schießt. So, er guckt auch nicht zum Tor, also das ist halt ein schwieriger Schuss, aber klar kann er reingehen. Aber ich denke, ich verteidige ganz gut gegen ihn. Er macht ja auch viele Fehler, aber ich kann halt einfach nicht alles verhindern. Ich bräuchte halt mal noch das zweite Tor. Wieder gewinnt Stindl das Kopfballduell und wieder macht er ihn komplett sonst wohin. Das gefällt mir einfach nicht. Fuck, Mann. Ich glaube, dieses ständige Blocken, das spricht einfach fürs gute Verteidigen der Gegner. Die stehen einfach gut und stellen sich ständig in die Schussreihen. Was ich ja selber auch provozieren will. Ja, also ich kann machen, was ich will. Er schafft es einfach immer wieder, sich durchzukombinieren. Mittlerweile wäre natürlich der Ausgleich absolut verdient. Wie gesagt, ich versuch's, aber ich komme einfach nicht zwischen die Pässe und ich schaff's auch nicht, dem Ballführer den Ball abzunehmen. Also ich probiere wirklich alles. Er macht's einfach sehr gut im Spiel nach vorne, muss man sagen. Und ich habe gerade einfach nicht die Möglichkeit reinzukommen. Man könnte mal ein 4-3-2-1 probieren. Manchmal funktioniert ja dann auch eine andere Formation defensiv besser. Gerade wenn ich die halt auf defensiv spiele, könnte es funktionieren. Ich probier's aus, weil so geht's nicht weiter. So wird wahrscheinlich irgendwann mal das Tor fallen. Also spielen wir mal in der Formation auf defensiv. Manchmal hilft halt diese Dreierkette im Mittelfeld, dass der Gegner sich nicht so gut durchkombinieren kann. Da habe ich halt gedacht, jetzt ruft er einen Spieler ab. Das war jetzt natürlich mein Fehler. Also wenn jetzt irgendwas passiert, ist es mal wieder meine Schuld. Das endlich mal wieder reingekommen, ey. Das war gerade eine richtig geile Aktion von Stindl. Das muss er, den muss er halt machen. Wieder eine Situation, die den Stindl nicht macht. Scheiße! Warum machst du denn das Tor nicht, Stindl? Es regt mich so auf, weil ich einfach keine Lust habe, schon wieder den Spieler wechseln zu müssen. Aber ich muss aufhören, mich darüber aufzuregen. Weil wir sind jetzt im Spiel, jetzt kann ich es eh erstmal nicht ändern. Oh Mann, warum? Das regt mich gerade richtig auf. Das regt mich gerade richtig auf, weil das wäre einfach wieder mal ein ultra wichtiges Tor gewesen. Wieder mal. Und er macht's halt nicht. Man kann wieder drüber diskutieren, muss ich den flach schießen, soll ich den nicht lieber normal schießen? Das spielt keine Rolle in der Situation, meiner Meinung nach. Er muss ihn auch flach machen. Fuck. Das ärgert mich echt sehr.
Okay. Den hat die da schon. Ja, auf ihn soll er gehen, hat man länger nicht gesehen, er war komplett frei. Nice. Ich wechsle mal. Oh, Stindel, warum machst du das Ding nicht rein? Fuck, Mann. Warum machst du den nicht rein, ey? Es kann auch alles Pech sein, klar, es kann alles Pech sein, aber dann ist es gerade echt das Pech meines Lebens, was die Stürmer angeht in der Bundesliga. Ach Moment, wir können jetzt eigentlich Bruma einwechseln, weil wir brauchen es ja defensiv. Nehmen wir mal Müller logischerweise. Und das hat gewirkt auf jeden Fall, dieser Einwechsel, diese Formationsumstellung aus 4-3 zu 1 hat auf jeden Fall Stabilität in unsere Defensive gebracht. Dieser Fehlpass hat jetzt keine Stabilität gebracht. Oh, er tunnelt halt auch vorher wieder Vidal, ne? Krass, war auf jeden Fall krasse. Variation, krasse Freistoßvariation auf jeden Fall. Hat richtig gelohnt. Was macht denn da Bruma? Wahrscheinlich hat er einen weiten Einwurf. Plattner hat keine Power mehr. Scheiße! Nein, nein! Krass, Brustgrätsche klappt dann auch noch so perfekt. Ich habe keinen Passen gedrückt, er macht ihn von alleine, diesen. Krass, hat gerade der Fährmann hier im Sterben quasi noch den Ball gehalten. Und ja, dieses komische Vorlegen auf den Gegner, das war kein Pass, das war einfach wieder Abpraller. Also da kriegt er einfach wieder den Ball nicht unter Kontrolle oder so.
Alter, das ist wieder so ein ultra knappes Spiel. Und ja, durch die Riesenchance von Stindl behaupte ich trotzdem, dass es verdient ist. Aber was macht denn Stindl da? Warum macht er denn das Ding nicht rein? Ribéry sollte direkt schießen und den Ball nicht erst annehmen. Aber egal, ich denke, das Ding ist durch. Und durch diese Riesenchance haben sie es auch verdient. Oh, ohne Scheiß, ich denke, ich werde Stindl wieder rausnehmen. Ich denke, das war's. Das war's. Das war's. Er hat einfach. Er macht diesen Kopfball nicht, wo ich denke, den macht Modest. Er hat jetzt zwei Riesenchancen liegen gelassen. Die eine Riesenchance war hier im Spiel. Die andere ist schon ein bisschen her. Daran könnt ihr bestimmt nicht mehr erinnern, aber das ist egal. Ich erinnere mich noch. Und er fühlt sich okay an, aber nicht geil. Seine Schüsse werden ständig geblockt. Das Problem hatte Modest am Anfang auch, aber Modest hat trotzdem insgesamt. Ja, weiß ich nicht, mehr Wuselfaktor gehabt. Ich drehe echt komplett am Rad mit den Stürmern. Weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Es geht nicht in meinen verdammten Kopf rein. Die Gegner können doch nicht mittlerweile alle so gut verteidigen, dass es daran liegt. Und selbst wenn sie so gut verteidigen, warum schießen denn dann einfach die Stürmer nicht das Tor, sondern alle anderen Spieler? Stimmt, ich wollte ja noch mal testen mit Stindl im Spiel wechseln, positionsmäßig. Also, dass einfach mal Stindl ZOM spielt und wir Müller in den Sturm stellen. Ob das geiler funktioniert? Weil Stindl natürlich auch ein sehr guter ZOM ist. Und Müller könnte ja auch ein sehr geiler Stürmer sein. Sollen wir das vielleicht mal testen? Ich glaube, das teste ich, bevor ich Modest reinnehme. Ich meine, wenn es nur ein oder zwei Spiele sind. Acht Spiele, drei Scorerpunkte. Wir müssen wahrscheinlich sogar, weiß ich nicht, ein, zwei Spiele abziehen. Also sechs Spiele, drei Scorerpunkte, was ja gar nicht so schlecht wäre, wenn man ehrlich ist. Ich bin echt mit dem Gedanken, Chicharito nochmal zu probieren. Er hat sich halt auch nicht wirklich geil angefühlt. Fuck! Gott, regt mich das auf, ey. Ja, und hier müssen wir bestimmt auch zwei Spiele so abziehen. Man muss es so sagen, Modest bisher der beste Stürmer von den letzten. Und wenn man ihn jetzt, der braucht, also Marksman boostet ja auch, wie man hier sieht, die Physis, und ich glaube halt, das braucht man nicht unbedingt bei ihm. Er hat halt schon eine sehr gute Physis und ist schon sehr körperstark. Das heißt, ihm könnte man halt eigentlich Maestro geben, was dann Dribbling, Schuss und Pass boostet. So dass man quasi die Physis bei ihm einfach so lässt, wie sie ist. Die reicht eigentlich schon. Und dann macht er vielleicht auch mehr Vorlagen, weil er dann einfach einen deutlich besseren Pass hat. Wäre mal eine Idee wert. Soll ich das zuerst probieren? Ich habe halt ehrlich gesagt gerade ein bisschen Wut fast schon auf Stindl. So, also, Wut ist der falsche Ausdruck, aber ich bin ein bisschen angepisst. Weil er diese Riesenchance nicht gemacht hat und auch diese Riesenchance zum Kopfball nicht. Wie groß ist Modest? 1,87 und der ist Kopfballstark. Der hat auch eine gute Kopfballpräzision und sowas, das weiß ich. Groß ist ein Stindl. 1,81, ja. Bin echt gerade überlegen, ob ich. Mich nervt einfach dieses unglaubliche Stürmerkarussell. Ich meine, ist halt geil, wenn man mal einen neuen Stürmer testen kann. Aber wenn man einfach keinen findet, der passt, das ist so anstrengend einfach. Deswegen freue ich mich schon drauf, wenn ich mir dann einfach wieder Lacazette für die Ligue A hole, da weiß ich, was ich habe. Wie es halt echt bereut, dass ich Aubameyang wieder verkauft habe. Fuck, man, Aubameyang war echt der Beste. Ich habe halt auch gerade kein Experimentbock auf Stindl, ZOM, Müller, Sturm, jedes Mal am Anfang wechseln, darauf habe ich auch gerade keine Lust. Ich nehme jetzt Modest, ich gebe ihm Maestro und scheiß drauf. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.